Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen bei uns in der schönen Schweizer Bergwelt. Herzlich willkommen hier auf dem Furka. Zuerst möchte ich gerne wechseln auf Hochdeutsch. Und zwar bekommen wir immer wieder die Bitte, wir sollen doch Hochdeutsch sprechen. Wie ihr vielleicht wisst, machen wir das nur so ein bisschen gerne. Darum fangen wir jetzt wieder an mit Untertiteln. Und die könnt ihr ganz einfach einschalten, wenn ihr an eurem Rechner sitzt. Dann habt ihr unten im YouTube-Player habt ihr so ein Icon, das Untertitel anzeigt. Da könnt ihr die deutschen Untertitel anwählen. Dann versteht ihr uns auch. Wenn ihr auf dem Handy oder auf dem iPad oder sowas schaut, dann müsst ihr über die drei Pünktchen gehen und könnt so die Untertitel einschalten. Und dann sollten uns, glaube ich, jetzt alle verstehen. Wie ihr ja sicher alle wisst, sind wir ja die Sommerferien in Dänemark und haben ganz, ganz viele lässige, schöne Bilder dürfen machen. Mhm. Und die werden wir euch natürlich nicht vorenthalten. Darum haben wir gedacht, wir machen von Dänemark einen Kalender. Und zwar einen Jahreskalender. Und jetzt, ist der diese Woche eingetroffen. Und wir dürfen euch den vorstellen. Wir haben einen Jahreskalender ausgesucht, weil wir finden, das ist etwas Cooles, das kann man immer wieder brauchen. Der ist nämlich mit verschiedenen schönen Bildern bestückt, plus einen schönen Spruch und den Monat. Somit kann man den immer wieder jedes Jahr brauchen und er ist nicht nur auf ein Jahr begrenzt. Wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr seid jetzt nicht so die Dänemark-Fans, das macht ja nichts, dann habt ihr vielleicht jemanden, der Dänemark-Fan ist und dann könnt ihr darum doch das auf Weihnachten schenken zum Beispiel oder auf den Geburtstag. Oder wie auch immer, dadurch, dass es ein Jahreskalender ist, kann man den immer wieder brauchen. Ist doch kein Problem. Jetzt fragt ihr euch sicher, was kostet denn das? Und zwar ist es nicht einmal so teuer. Für unsere Zuschauer aus der Schweiz ist es 25 Franken. Inklusive Versand. Inklusive Versand. Und für unsere deutschen Zuschauer wären es 23 Euro. Ebenfalls inklusive Versand. Um uns das Geld zukommen lassen, ist es ganz einfach. Es gibt zwei verschiedene Wege. Der erste Weg ist ganz normal per Überweisung, über E-Banking. Oder der andere Weg ist über PayPal. Also alles ganz einfach, ohne da gross Papierkrieg zu machen. Alles easy. Wenn ihr so einen Kalender gerne möchtet, zum Verschenken oder auch selber aufhängen, dann schickt uns doch ein E-Mail an info@sweva-ontour.ch. Wir schreiben es auch unten in die Infobox rein. Und dann kommen wir von uns ein Bestätigungsmail über mit unseren ganzen Angaben von PayPal und von der Bankverbindung. Und dann würden wir eine Sammelbestellung machen. Und zwar Ende November würden wir alles, was reingegangen ist, bis Ende November, wird Ende November verschickt. Richtig. Und sonst, wenn die Bestellungen später kämen, dann wäre es einfach auch wieder per Ende Monat, würden wir dann die Sachen auf Post tun. Wir hoffen, euch gefällt der Kalender auch so gut wie uns und wünschen euch noch gute Zeit und verabschiedet uns jetzt aus dieser schönen Schweizer Bergwelt. Geniessen noch ein bisschen die Sonne und sagen jetzt mal Tschüss! Tschüss.